Oh, willkommen zu einer neuen Folge von Fractured Space. Heute die Furion in schickem Rot. Und können schon sehen, unsere Gegner spielen ohne Heiler, dafür mit der doppelten Pioneer. Wir sind mal gespannt, was wir da zu erwarten haben. So, dann verziehe ich mich mal, lass die Brawler hier. Weil die meisten in Alpha sind gerade. Pioneer da oben rauszunehmen. Na komm schon, wir wollen nur zweimal treffen. Jetzt zumindest zerstört, immerhin. So, erstmal weg hier. Wieder Alpha, der Beta, dann gehe ich mit zu Alpha. Eine gute Minute, bis wir Gamma haben. Oh, da ist schon wieder der Pioneer. Okay, die Pioneer springt schon. Dann werde ich jetzt noch mich kurz reparieren und upgraden und dann geht's zu Gamma. Die Pioneer über mir ist schlecht für mich zu erwischen, weil der Radius, wo ich treffe, nicht so besonders groß ist. Ach, schade, die Pioneer treffe ich so nicht. Dann halt doch Pioneer. Aber die war jetzt nah genug dran, hätte man mit dem Plasma Thrower werfen können. Egal. Nichts mehr getroffen. Hauptsache wir haben Gamma. Der Rest dürfte uns egal sein. Okay, Hunter ist am Weg. Ready to fight.
Habt ihr da vorne jemanden gesehen? Ah, da ist die Zerstörer. Nicht gegen den Felsen. In Beta, aber jetzt sind wir auch schon hier. Next place to be, all punched in. Ich gehe aber erstmal zur Beta. Bisschen mit aufräumen da. Ich habe gerade überlegt, ja, ich könnte auch zu Gamma springen, das was Streitax gerade gemacht hat. Weil ich wollte eigentlich nicht zur Enemy Base, weil das hätte man zwar jetzt machen können, ja, aber da werden das so viele in Beta haben, wollte ich da nicht rüberspringen. Sind wir zumindest zu viert wieder hier. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt kommen werden, aber ich kann das zumindest schon mal abgehen. Ach doch, sie kommen wohl. Ja, das dürfte. Beide Pioneers, okay. Da gerade schon die Diskussion, ob Bot oder nicht. Zumindest weil er einen. Sollte sich die Frage schon lange erledigt haben. Oh oh. Wurde gerade von der Ghost zerstört. Ich habe nämlich gerade die Ghost gesucht gehabt, aber das war. Ich habe erst die Destroyer gesehen. Naja, passiert. Der Sprung war gut von unseren Gegnern, haben sie gut gemacht. Und ich habe mich auch nicht besonders gut bewegt. Irgendwie ist mir die Ghost entgangen. Keine Ahnung. Und damit ist auch unsere Gladiator tot. Gamma Soon, ja. Wer ist das denn? Pioneer. Ah, wobei. Jetzt hätte ich auch noch warten können fürs Upgrade. Auf der anderen Seite, wenn wir sie hier erwarten, klar. Da muss ich vielleicht idealerweise direkt runterschießen. Die Pfeile hier, wo ist denn jetzt die Ghost hin? Versuchen diese Raven rauszunehmen, damit er nicht zu sehr unseren Heiler schädigt.
Gas. Ah, das ist der falsche. Ja. Die Ghost, dummerweise bin ich auf den blöden Decoy reingefallen. Och Mann, oh. Ich Idiot. Ich bin das nicht mehr gewohnt, in Teams zu spielen, wo die Leute wissen, was sie tun. Und das merke ich gerade. Weil bei denen weiß ich das und ich mache da einfach zu viele Fehler. Boah, also unser ganzes Team ausgelöscht. Und nur einen einzigen verloren, ihre Ghost. Das ist bitter. No Focus. Ja, da sagt er was. Aber sie sind in Alpha, ich gerade gesehen habe. Ah ne, nicht nur. Ist die Pioneer noch da oder ist sie schon weggesprungen? Okay, wir gehen zu Alpha. Die sind tatsächlich alle da. Um zu verhindern, dass wir direkt durchbrechen können, logischerweise, aber... Da ist die Raven da unten. Und schon wieder haben sie mich gefokust. Das ist das. Naja. Das wird zum Problem langsam. Wer war das jetzt gerade? Raven war noch zerstört worden. Naja, genau. Eagle Popcorn General war der. War die Raven. Unser Brawler kommt wieder. Aber wir haben die Forward Station verloren. Sieht so aus, als wenn unser Gegner. Tja. Doch, unsere Gegner springen ja. Ah, die Pioneers durchgekommen, aber ich glaube, ich nach Hause gesprungen. So wie es aussieht. So, jetzt ist sie leider zerstört. Unser Gladiator. Oh ne, jetzt gehen sie zur Beta unterwegs. Das hätte ich aber eigentlich auch sehen sollen. So, dann gehen wir zurück und sorgen dafür, dass Beta nicht komplett überrannt wird. Oh nein. Da wurde gerade unser Hunter noch zerstört von der gegnerischen Ghost. Hunter, you have clue? Ich glaube, ich komme nicht um den Felsen rum, oder? Ah, doch, ein bisschen Schaden habe ich gemacht. Da hinten ist wieder die Destroyer.
Toll, ich sehe nichts. Also ich gehe zu Alpha, möchte dann nicht weiter, aus dem Sinne der drei Schiffe, dann muss jetzt was passieren. Nicht, dass wir es wieder verlieren. Holen wir uns die mittlere Mine zurück. So, jetzt haben wir Level 9. Gamma online in 20 seconds. Ich habe immer die Befürchtung, hier ist noch eine Ghost. Gamma online in 10 seconds. Gamma 3 active. Aber ich kann gerade nicht. Ah, okay. Ich werde von der Raven gerade stark geschossen. Wieso denn attackt Chewbacca? Naja gut, weil sie die ganze Zeit attackiert haben, aber... Naja, 8 zu 4 ist nicht besonders gut gerade, also ich schlag mich gerade so mäßig gut hier. Wie gesagt, ich weiß, dass es gute Spieler sind, aber ich habe gerade echt Probleme. Mich da wieder so wirklich reinzufinden. Und der gezielte Angriff auf die Hauptbasis. Jetzt hoffe ich, dass sie es auch schaffen. In der Mitte gibt es noch den Kampf mit der Ghost. Die ist aber jetzt tot. Und jetzt haben wir das dann doch gewonnen, oder? Ja. Da gerade schon, warum dauert das so lange? Ja, das war ein... Also für mich ein Spiel, wo ich mich sehr wieder drauf einlassen musste. Das war jetzt auch mal die Furion endlich. Ja, ich musste mich aber darauf konzentrieren und man sieht schon, ich bin jetzt noch nicht gewohnt mit der Furion und auch wenn da Leute unterwegs sind, von denen ich weiß, dass sie wissen, was sie tun, dann muss man sich wieder umstellen im Spiel. Dafür habe ich zu oft mit zu schlechten Teams gespielt und da ist einfach zu viel durcheinander und hier wusste man schon oder sah man schon, dass die meisten wussten, was sie tun wollen. Okay, das eine oder andere hat sich angesammelt. Und wollte nur mal auf die Punkte bzw. auf die Level gucken, dann weiß man, dass die alle wussten, was sie tun. Rand ist zum Beispiel einer der, oder Ramth ist einer der bekanntesten überhaupt. Streitax ist auch ziemlich bekannt. Gut, aber gewonnen. Und das mit der Furion, aber die werde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Ich mag das Schiff, aber man muss da ein bisschen weiter versuchen, so die Distanzen gut zu wählen und da muss ich noch dran arbeiten. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Fractured Space.